Grüß euch. Ja, heute schaue ich mir wieder eine weitere Schwerpunktschule an, und zwar das Skigymnasium Stams. Stams ist die älteste Schwerpunktschule in Österreich. Die gibt es schon seit 1967, sprich 54 Jahre. Und was das Ganze da drinnen so speziell macht und warum die immer so viele Spitzensportler oder Schüler zu Spitzensportlern machen, das schaue ich mir jetzt an. Kommt's mit. Mit 14 Jahren kommen die wenigen Auserwählten in die Internatsschule und mit 20 verlassen sie diese. Wenig kaufmännisch oder gastronomisch ausgebildet, vielmehr sportlich, nämlich leistungssportlich. Und dafür herrschen in der Skisportschule ideale Bedingungen. Jetzt sind wir da im Kraftbereich, wie man sieht. Ein riesengroßer Raum mit vielen Stationen. Jetzt schauen wir uns das mal an. Da ist eben, wie gesagt, Kraftbereich, Koordination haben wir gerade gesehen. Dann können wir da weitergehen. Da haben wir dann sehr viele Ergometer, was natürlich auch wichtig ist nach dem Skifahren, dass man das Laktat aus den Füßen rausbringt. Das machen da die Mädels gerade. Da haben wir einen weiteren Kraftraum, da sind geführte Maschinen drinnen. Da sind wir jetzt in einem Raum, wo eine Kraftmessplatte steht. Erst seit 2 Jahren im Einsatz soll man mit Hilfe der Matte Übermüdung und Übersäuerung früh erkennen. Wir sind jetzt 3 Tage auf Rennen gewesen. Jetzt schauen wir uns das heute an, wie sie das verkraftet haben. Es sind 4 verschiedene Sprünge, 2-mal elastodynamisch und 2-mal statodynamisch, 1-mal mit Körpergewicht, 1-mal mit Zusatzlast. Anhand von dem siehst du in der Startleistung Muskelstatus, bin ich muskulär ermüdet, bin ich physisch ermüdet oder auch psychisch ermüdet. Ja, das ganze Umfeld und natürlich auch mit der Reiserei, wie man sagt, im Skisport belastet uns. Und das sieht man natürlich nach und auf das möchte man reagieren. Einmal ein Top-Athlet, immer ein Top-Athlet. Ganz klar, dass Schörge die Kraftmessplatte testet. Halt wieder aus und schauen, dass nicht den Oberkörper auf. Apropos Top-Athlet, immer wieder sieht man den Stammschüler mit einem Top-Athlet-T-Shirt. Aus gutem Grund. Aus allen Tests, was man im Frühjahr macht, ergibt sich so ein Gesamtwert von einem konditionellen Bereich. Und da gibt es halt so eine Liste von Stamms. Und die Top 10, so wie ich weiß, haben da so einen Top-Athlet-Leiberl gekriegt. Die Hinteren, die was jetzt vielleicht nicht ganz vorne dabei sind, sollen sich motiviert fühlen, dass sie mehr trainieren und die fuhren, aber sollen sich auch nicht ausrasten drauf und halt auch um weiter trainieren. In Stams schafft man den Spagat, einerseits Einzelsportler für die Spitze zu produzieren, andererseits die einzelnen Kader gut aufzufüllen. Setzen wir uns schon immer das Ziel, dass wir zumindest von der Gesamtschülerzahl ca. 30-35% den ÖSV-Grad schaffen von allen Schülerinnen und Schülern. Aus der Erfahrung heraus kommt dann letzten Endes auch dann der eine oder andere Spitzenläufer oder Spitzenläuferin heraus. Mit seiner Ahnengalerie beweist Stams seit einem halben Jahrhundert, dass man nicht nur ein Haus der Talente ist, sondern auch eine Schule der Elite. Ja, das war der Alltag da im Skigymnasium Stams. Sehr, sehr professionelle Schule. Trainer, Schüler, Erzieher, alle sind hundertprozentig auf Sport fokussiert. Was mir am meisten aufgefallen ist und was in meiner Zeit noch nicht gegeben hat, war die Kraftplatten. Wo man echt sieht, wo stehe ich am heutigen Tag trainingsmäßig. Muss ich Pause machen oder kann ich Gas geben? War sehr, sehr interessant. Ja, das war Stams. Mir hat es gut gefallen und ich hoffe euch auch. Servus TV on. Die Video- und Streaming-Plattform.